schnell gelöscht. Feuer in einer Schreinerei in Drustorf an der Rott, hieß es am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr. Die schnell angerückten Feuerwehren aus Rußdorf, Pocking, Eholfing, Engerzham, Hütting und Sulzbach hatten aber vor Ort nicht mehr viel zu tun. Besitzer und Mitarbeiter konnten den Brand selbst löschen. Die Feuerwehr musste nur noch nacharbeiten. Ein Motor, der den Weitertransport der anfallenden Späne in das Pelletslager antrieb, war heiß gelaufen. Die dabei entstandene Rauchentwicklung wurde rechtzeitig bemerkt, sodass eine gefährliche Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte.